Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Ich hatte ja in dem einen oder anderen Video schon mal angedeutet, dass ich gern auch auf großen Airports unterwegs bin. Und wenn ich schon nicht lande, dann will ich doch wenigstens drüber herfliegen. Heute steht insofern etwas ganz Besonderes auf dem Programm, als ich dieses Mal nach Frankfurt fliegen will. Was in normalen Zeiten quasi unmöglich ist, erscheint in Zeiten einer weltweiten Corona-Pandemie durchaus realistisch. Ein Flug mit dem Sportflugzeug durch die Kontrollzone Frankfurt von Nord nach Süd. Etwa 10 Minuten nördlich von Frankfurt bitte ich den FIS-Lotsen darum, mal beim Tower in Frankfurt anzurufen, ob ein CTA-Crossing möglich ist. Es dauert ein paar Minuten, dann kommt eine positive Antwort. Ich möchte mich doch bitte auf der 118780 melden, was ich natürlich auch umgehend tue. Normalerweise ist es so, wenn man den Turm in deutscher Sprache ruft, antwortet er auch auf Deutsch. Allerdings gibt es Ausnahmen. Wenn viel Verkehr herrscht oder die ausländischen Airliner-Piloten die VFR-Funksprüche mitverfolgen sollen, reagiert der Tower-Lotse auch schon mal trotz deutscher Anrede in englischer Sprache. Daher denke ich mir nichts dabei, als es auch dieses Mal wieder so ist. Dann wechsle ich eben ins Englische. Aber alter Schwede, der haut seine Sprüche vielleicht in einer Sprechgeschwindigkeit über die Welle. Mann, Mann, ich habe Schwierigkeiten, ihm zu folgen. Den Squawk muss ich sogar wiederholen lassen. Das war einfach zu schnell zum Mitschreiben. Ist das denn wirklich nötig, frage ich mich. Hier ist doch nichts los, wirklich nichts. Kein Flieger im Anflug. Es sind nur zwei Pisten freigegeben, die 07 Charlie und die Startbahn West. Ein Airliner bekommt gerade eine Rollfreigabe, das war's. Im Grunde gibt es dafür nur eine Erklärung. Man sieht die Sportflieger hier nicht so gern. Einen anderen Sinn vermag ich nicht zu erkennen. Mein Eindruck ist, dass die Tower-Lotsen einen Durchflug zwar nicht ablehnen, es aber den Piloten durch extrem hohe Sprechgeschwindigkeit möglichst schwer machen und damit auch ein Stück abschrecken wollen. In normalen Zeiten durchaus legitim, finde ich, aber heute, zu Corona-Zeiten, ohne nennenswerten Verkehr? Dieser Eindruck wurde in den Wochen danach übrigens auch von anderen Piloten bestätigt, die dieselbe Erfahrung gemacht haben. Das scheint wirklich eine Besonderheit von Frankfurt zu sein, die ich bisher aus keiner anderen Kontrollzone kenne, auch nicht von Landeshauptstädten wie Berlin, Prag oder Luxemburg. Und auf Malta durften wir ja sogar landen. Nun ja, eine Meile vor der Runway soll ich mich noch einmal melden, dann kommt die Freigabe zum Kreuzen der drei Centerlines. Von weitem sehe ich die Maschine auf der Piste 18 abheben, die vorhin die Rollfreigabe bekommen hatte. Ich soll melden, ob ich den Flieger in Sicht habe. Nun, das ist leicht. Thank you.
Trotz der Irritation durch die sehr hohe Sprechgeschwindigkeit genieße ich den Überflug sehr. Schließlich, wann bekommt man den Airport Frankfurt mal so zu sehen? 3 Wochen später wollte ich es dann ein weiteres Mal ausprobieren, weil ich mit den Aufnahmen nicht wirklich gut zufrieden bin. Aber inzwischen haben wohl viele Sportpiloten die Kontrollzone für sich entdeckt und der VFR-Verkehr hat stark zugenommen. Man hat mich jedenfalls erst gar nicht mehr hineingelassen. So muss ich mich wohl mit dieser einen Frankfurt-Erfahrung zufrieden geben.